Fußballfreunde, wir begrüßen euch zum letzten Spiel der ersten Herren in dieser Saison 2018-2019. Wir beginnen mit der Mannschaftsaufstellung unserer Gäste vom TSV Wietzendorf. Mit der Nummer 80 im Tor Fabian Lindhorst, die Nummer 5 Florian Hoppe. Ja! Jetzt aufs Tor! Hau drauf da! Ja, schieß, schieß! Schieß doch mal bitte! Ja! Der lebt! Ja, schieß, schieß! Ja, liebe Fans der Fußballecke, das war es also. Das letzte Spieltagsvideo aus der Saison 18-19. Hier die letzte Speicherkarte mit den Toren drauf. Eine sehr, sehr anstrengende und schwierige Saison liegt hinter uns. Das war uns allen bewusst, nachdem wir letztes Jahr aus der Kreisliga aufgestiegen sind. Nächstes Jahr heißt es für den TSV dann wieder Kreisliga. In Wietzendorf geht definitiv die Welt nicht unter. Und ja, schwieriges Jahr. Nicht die hervorragende Ausbeute, nicht der hervorragende Fußball. Aber nichtsdestotrotz habt ihr uns unterstützt bei den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen und mich persönlich weiterhin bei meiner Fußballecke dafür. Und ich denke, da spreche ich im Namen der Mannschaft. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, Sommerpause. Bedeutet für euch auch erstmal Pause. Nutzt die Sonntage mit euren Familien. Lange Zeit habt ihr nicht. Hinter den Kulissen wird beim TSV Wietzendorf schon gearbeitet auf die neue Saison. Ein neues Trainerteam ist da. Die Vorbereitung wird geplant. Testspiele werden geplant. Ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten, wann es wo wieder losgeht. Und ja, schönen Sommer und immer dran denken, nur der TSV. Ciao.